Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Sieben Berge unterwegs in unserer Seasons-Variante. Wir sind bereits in Folge 116 und wie ihr seht, sind wir am Gülle aufbringen und wir sind hier schon bei den schmalen Bahnen gelandet sozusagen. Ah, hier komme ich wahrscheinlich mit zwei Bahnen nicht hin. Gucken wir mal. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen Kanten güllen sozusagen. So, mal schauen. Können diese Bahn noch eben machen hier. Ja, der Drescher ist natürlich runter wieder am Dreschen. Da brauchen wir ja unseren Gürtel runterstellen. Der war ja bei der Abfahrt nicht im Weg. Passte ja super. So. Ja. Egal wie ich mich jetzt hindrücke, das wird nicht ausgehen. Wieder habe ich jetzt in der Mitte oder an der Seite einen Streifen. Das kann ich mir überlegen, wo ich den gerne hätte. Nicht ganz so toll, aber ist halt so. So, 400 noch. Was haben wir noch drin? Werde ich hier einfach den schmalen Streifen noch anfangen. So, das war's. Wohl noch eine Ladung für den Parktor. Ich kann natürlich dann auch mal. Ah, er ist am Wendt, ich würde gerade sagen, bleibt er stehen. Dann können wir nämlich auch mal gucken, wie es aussieht. Wie viel Liter wir drin haben noch. Wie viel Gülle wir noch haben. Ne? Und natürlich können wir auch gucken, wie viel wir nachholen können noch. Wir sollten auf jeden Fall noch mindestens eine Ladung jetzt noch holen, um das eine Feld wenigstens fertig zu machen. Und dann können wir mal gucken. Ja, aber ich glaube, wenn wir das jetzt geholt haben, 14.000 Liter waren es jeweils, dann haben wir jetzt 56.000 Liter daraus. Also danach hatten wir vielleicht noch eine Ladung. Das heißt also, ich würde danach erst wieder mit dem Streudünger anfangen, hätte ich die Vermutung. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier lang gefahren bin. Vielleicht, weil ich endlich diese Lücke hier ausprobieren wollte, die auch locker funktioniert, weil wir können dann auch so rum wegfahren. Aber wir sollten das von beiden Seiten füllen können. Und das sieht auch so aus. Wunderprächtig. So muss das sein. Ja, der Regen ist noch nicht da. Das ist auch wunderprächtig. Und wir müssen den Streudünger echt noch überall drüber jagen. Das ist auch wunderprächtig. Uns fehlt noch ein Traktor. Das ist auch wunderprächtig. Theoretisch gesehen ist es aber richtig. Ja, selbst wenn wir ihn hier zwei fürs Düngen nehmen, aber einer düngt ja eigentlich immer. Aber wir haben natürlich jetzt momentan auch keinen am Grubber, am normalen. Ne? Was aber dann eigentlich der Tiefengrubber wäre, weil wir müssen ja nicht jedes Mal, sondern nur jedes dritte Mal mit dem Tiefengrubber arbeiten. Deswegen ist das jetzt gerade auch nicht die einfachste Version, das stimmt schon. So. Gut, der Drescher ist gerade mal zum Viertel voll. Das ist also gar nicht das Problem. Die Sämaschine hat noch mehr als die Hälfte drin. Das ist auch gut. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich dieses Fass hier noch, weil das Feld noch mit Gülle zu Ende arbeiten kann. Dann werden wir uns das Güllefass einfach dort irgendwo an der Seite kurz hinstellen. Wir werden jetzt den Streudünger schnappen, weil der ist da schon.
Dann kann er schon mal die 18 dementsprechend noch mal düngen, bevor der Grubber da aufläuft. So. Das macht doch alles Sinn. Der Tiefengrubber muss natürlich theoretisch gesehen auf Feld 16 hinterher. Das kann er natürlich aber erst dann, wenn, wenn die Arbeit da ganz fertig ist, weil da muss er auch eher mit Vorgewände arbeiten. Dafür sind die Bögen zu extrem. Hier geht's, weil es Seitenstreifen sind. Ne? Hier hat man ja genug, genug über die Seitenstreifen frei. So, dann werde ich jetzt hier mal passend hinfahren. Passend hinfahren heißt, ich werde so meine Gülle aufbringen, dass ich gerade den Streifen hier mitkriege. So irgendwie. Also ein bisschen früh. Ihr seht, jetzt mache ich gerade mal den Streifen. Jetzt kann ich aber einfach geradeaus weiterfahren. Den Streifen wollte ich ja eh düngen. So, und jetzt fahren wir den Streifen weiter. Kann auch sein, dass ich sogar nochmal Gülle holen muss. Müssen wir echt mal gucken. Die Bahnen hier sind jetzt ziemlich kurz, aber wir haben ja auch schon wieder 3000 Liter weg, ne? So ist es ja. Aber es sollte sich hier locker ausgehen. Ich habe sogar gleich einen schmalen Streifen gelassen. Ja, ich bin da jetzt sogar zu knapp gefahren. Also wir haben genug Gülle drin und hier werde ich eh noch einmal fahren müssen. Deswegen ist das nicht das Ding. Jetzt fahren wir die beiden Bahnen hier noch eben. Ja, der Drescher, wie gesagt, er nimmt halt dadurch, dass halt das Feld nicht vorbereitet worden ist vor der Saat und dadurch, dass wir halt nicht die Menge nachdüngen konnten, kommt natürlich jetzt aber erheblich weniger Sonnenblumen rüber und Sonnenblumen sind natürlich erheblich weniger wie Weizen, deswegen dauert das natürlich auch teilweise ewig, bis er jetzt voll ist. So, den letzten Streifen, dann haben wir tatsächlich ein Feld schön mit Gülle noch gemacht. Sehr löblich, finde ich. So. Und er braucht natürlich auch momentan ziemlich lang. Alleine deswegen, weil wir oder erst kürzere Bahnen gefahren ist, die werden jetzt von Mal zu Mal erst länger für ihn. Ne? So, auf der kleinen Mittelinsel hier werden wir jetzt unser Güllefässchen stehen lassen. So. Da sind wir. Und da steht es. Hier komme ich jetzt rüber, das funktioniert zum Glück. Mit viel hinten dran klappt das nämlich nicht. So, und hier schnappen wir uns jetzt den Streudünger. So, dann gucken wir Feld 18. Feld 18 düngen haben wir schon. Hier ist der Wegpunkt. Wir werden hier ein bisschen wenden. So, weil wir hier mit uns starten. So. Gut, und dann lassen wir nämlich jetzt hier auch loslegen. Ihr seht selber, da seht ihr auch schon die farbliche Veränderung. Ich weiß nicht, warum die immer so komisch fahren. Naja, kriegt es auch wenigstens hin, dass wir es durchgehend hier gedüngt haben. Das sollte auch gar nicht mal so lange dauern. Und da kann der Grubber dann relativ zeitig hin. Ne? So, wir gehen aber mal durch, was wir hier so haben. Unsere Wassergeschichte. Da können wir schon natürlich schon wieder einige Liter loswerden, so wie es aussieht. Weil die Produktion hat ja in der Zeit auch gearbeitet. Ne, wie ihr seht, ist aber noch ein bisschen was.
Milch haben wir schon wieder 6000 Liter hier am Start. Wir laufen einfach mal rüber und schauen mal, was die Molkerei sagt, ob die ihre Liter hier schon verarbeitet hat. So. Ne, seht ihr selber. Also, ne? Die dürften jetzt schon bei der zweiten Palette sein. Das dürfte, ja, da sind wir. Zweite Palette, das sieht alles gut aus. Und so super viel Milch brauchen die gar nicht. Die machen relativ viel Käse und Haarmilch aus der Milch, die wir da anliefern. Und wenn ihr seht, dass wir da drüben schon wieder Tausende von Litern haben, ne? Ihr sehen müsst, haben wir schon wieder 6000 Liter. Das wird also eine ziemlich gute Produktion, die schön während der Winterzeit da arbeiten kann, ne? So, hier gucken wir jetzt bei der Nudelgeschichte. Hier haben wir jetzt allerdings schon drei Paletten am Start. Ne? Also das ist schon was. 10 kriegen wir unter. Und wir haben ja. So, müssen wir über den Fabrikskript ja gucken. Was haben wir denn hier noch drin in der Nudelfabrik? So. Ja, wir haben noch 38.000 Liter Getreide drin. Das ist ja ziemlich cool. Und er hat jetzt 3,5 Paletten gemacht schon. Das sind 7.000 Einheiten Nudeln. Ich weiß gar nicht, wie der Preis gerade steht für die guten Nudeln. Ich weiß auch nicht, warum ich da blätter, weil ich mich hier blättern hätte hinblättern müssen. So, wo haben wir den Nudelpart denn? Ja, unsere Haarmilch hat momentan auch einen guten Preis. Die andere leider nicht ganz so. Und die Nudeln sind noch am Steigen. Und würden wir momentan auch noch nicht verkaufen wollen. Ja? Aber es läuft alles. Sind dabei. Bräuchten momentan einfach nur die Haarmilch verkaufen. Mit ihren, was weiß ich, 3000, über 3000 Litern, die wir haben. Und dann könnten wir uns das Feld leisten. So simpel ist es. So, wir gucken nochmal. Der Drescher. Fleißig am Fahren. Wie gesagt, die Bahnen werden hier, ne, weil es am Wald immer länger wird, immer länger, 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 die er fahren muss. Aber wie gesagt, er muss halt viel arbeiten für wenig Ertrag. So muss man es in dem Sinne sehen. Er ist hier dementsprechend, hat nie eine Chance gehabt, uns vernünftig einzuholen, weil er im Prinzip langsamer gefahren ist wie wir und auch nur knapp Drittel der Arbeitsbreite insgesamt hatte, ne? Das ist so der andere Punkt. So, der Abfahrer hier, der wartet ganz gemächlich auf die Sachen hier. Der Streudünger braucht schon nicht mehr so super viel machen. Das sind hier noch drei Bahnen. Da ist, glaube ich, so eine Überlappungsbahn hier jetzt drin. Das liegt am Vorgewende. Da haben wir frisch gearbeitet. So, und ihn hatten wir uns eigentlich noch nicht angeguckt. Er ist auch schon ja, locker zwei Drittel fertig mit dem Part hier. Aber wie gesagt, vom Saatgutmenge her hege ich die Vermutung, dass wir noch einmal ran müssen. Einmal will er wohl noch was. Aber das geht. So, der fährt, der arbeitet. Der wartet, dass der Kollege da voll wird. Also wir sind momentan eigentlich relativ gut dabei. Das kann man nicht anders sagen. Bei den Fischen hatten wir, glaube ich, auch nichts mehr drin. Da können wir sicher jetzt auch nochmal gucken. Ne? Und dann gucken wir nochmal bei der Biodiesel-Geschichte. Bin schon wieder bei der Tankstelle eingestiegen. Okay. Gucken wir hier nochmal eine Runde. Und da stellen wir fest, dass die Produktion hier wahrscheinlich. Nee, wir sind immer noch dabei. Okay, wir haben 3000 Liter Biodiesel drin. Das sind nur 10.000, aber wir haben nochmal 5000 Liter Gülle dementsprechend gemacht. Das ist ja schon mal okay, weil wenn wir jetzt nochmal. Ich skippe da nochmal hindurch. Wenn wir jetzt nochmal bei ihm gucken hier, dann sehen wir nämlich hier, dass wir hier auch 15.000 Liter Gülle drin haben. Das heißt, zusammen haben wir schon wieder über 20.000 Liter Gülle gemacht. Wenn wir also bald beim nächsten Mal dann eine Runde Mais oder sowas mit anpflanzen, dass wir erheblich mehr an den Literzahlen rankriegen und dann dementsprechend anstatt Raps das in die Biodieselanlage geben, dann haben wir natürlich eine sehr, sehr gute Chance, dass da richtig was bei rumkommt. Ja? Nee, schnell, ich kann wieder ein bisschen Wasser reinkippen. Weil wir können hier natürlich erst Milch und Gülle und sowas holen, wenn wir natürlich unser restliches Wasser hier untergebracht haben. Das ist aber halt noch nicht der Fall. So. Ja. Ein bisschen rauszoomen, sehen wir.
Das bringt es auf jeden Fall nicht zu Ende damit. Das steht schon mal fest. Das Problem werden wir auf jeden Fall haben. Gut. Er braucht auch noch ein Momentchen. Und er ist fast soweit. Und er könnte dann theoretisch gesehen anfangen ein Stückchen, also könnten wir per Hand vordüngen auf der 16, also wo der Drescher jetzt noch drauf ist, aber genauso gut könnten wir schon noch eine weite Runde da düngen, wo der Tiefengrubber schon wieder gearbeitet hat. Ne? Also das ist alles gar nicht mal so schlecht. Das läuft alles, ne? So, ja, aber wie sieht es jetzt aus? Eigentlich gut soweit, ne? Wir haben echt alles am Laufen. Das ist echt gut. Wir haben nirgends irgendwelche Lücken. Ich kann euch sagen, falls ihr noch irgendwelche Ideen, Vorschläge habt, was würdet ihr noch gerne sehen? Wir haben natürlich nicht mehr viele Folgen. Dann schreibt das gerne in den Kommentarbereich rein. Würde ich mich natürlich dann sehr darüber freuen. Aber allgemein gesehen muss ich sagen, wenn wir jetzt hier gerade am Durchskippen sind und hier wieder beim Drescher landen, sind wir nämlich leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre super. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.